Du hast beim ersten Mal diese Informationen, die dir verschiedene Elemente der Benutzeroberfläche erklären. Ich klicke sie weg und möchte dir einen ersten Überblick verschaffen. Du hast einerseits natürlich das Hauptfenster mit der geöffneten Datei. Du hast darüber die sogenannte Ribbon-Oberfläche oder das Menüband, wie es auch genannt wird, wo eigentlich alle wichtigsten Elemente und Befehle schon untergebracht sind. Das passt sich je nachdem auch an den Inhalt an. Du hast darüber verschiedene Reiter, Layout. Hier werden Einstellungen zum ganzen Dokument vorgenommen, also die Seitenränder und so weiter. Du hast hier die Möglichkeit, verschiedene Elemente anzupassen, wie eben ein Inhaltsverzeichnis, Seitennummerierung, WordArt, also so Textgestaltungen. Tabellen kannst du einfügen und gleich hier noch konfigurieren. Diagramme lassen sich einbauen. SmartArt, das wäre also so Organigramme und so weiter. Und dieses Band lässt sich je nachdem eben auch ausblenden, wenn es zu viel Platz braucht, beziehungsweise du einen etwas kleinen Bildschirm hast. Die wichtigsten generellen Befehle hast du hier. Hier kannst du auch zusätzliche Informationen ein- oder ausblenden lassen. Zum Beispiel diese Toolbox kann praktisch sein, wenn du intensiv mit so vorgefertigten Formatvorlagen arbeitest. Du hast hier Zugriff auf deine Medien, also auf die Fotos in iPhoto oder wo auch immer, auf Audiodateien, Filme, Clipart, die schon vorgefertigt sind. Und dass das eben nicht im Bildschirm darum versperrt, kann man die ein- oder ausblenden über dieses Symbol. Du kannst hier die Größe einstellen der Datei. Ich wähle es meist 150, damit die Schrift nicht allzu fein ist. Und ja, der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Dann ganz wichtig, hier im unteren Bereich hast du die verschiedenen Ansichten. Das ist so die Standardansicht, mit der ich immer arbeite, die Druck-Layout-Ansicht. Rechts daneben hast du die Notizblock-Ansicht. Die verwende ich selten, weil ich da ein spezielles Programm habe, um mir Notizen zu machen. Aber es könnte durchaus recht praktisch sein, sich da die wichtigsten Ideen in Word zu notieren. Links von der Standardansicht ist diese Layout-Ansicht für Veröffentlichungen. Die schätze ich sehr, die wird aber in einem eigenen Kapitel dann noch genauer erläutert. Ich wähle mal OK und du siehst, auch hier ist die Umgebung etwas anders. Du hast hier eine Holzoberfläche, die sich natürlich anpassen lässt. Und das ist die Oberfläche, die benutzt wird, um eben komplexere Dateien zu gestalten, wenn eben sehr viele Bilder und Texte auf einem Blatt platziert werden sollen, dann ist das der richtige Modus. Du siehst, hier oben hat sich auch das Menü etwas angepasst. Wenn wir gleich beim Menü sind, viele Befehle kann man nach wie vor über diese Menüleiste erreichen und entsprechend findest du vielfach eben dann daneben auch Kurzbefehle, die eben ein viel effizienteres und schnelleres Arbeiten zulassen. Diese Ansicht, ich gehe wieder zurück zum Drucklayout, die lässt sich selbstverständlich anpassen über Ansicht, Symbolleisten. Beispielsweise blenden wir noch zusätzlich die Formate ein. Hier hast du also den Textblock. Vieles ist ein bisschen eine Wiederholung. Trotzdem schätze ich sehr, vor allem wegen diesen vorgefertigten Formatvorlagen, auf die ich dann schneller zugreifen kann. Wenn sie sich stören, über Symbolleisten, Format kannst du sie wieder ausblenden. Dann auch dieses Menüband kannst du selbstverständlich anpassen über dieses Zahnrad ganz rechts in der Ecke. Menüband Einstellungen. Hier kannst du einstellen, was überhaupt dargestellt werden soll. Und
In diesem Fall empfehle ich dir noch, diesen Bereich hier auszuwählen, Absatz, Einzüge und Abstände. Das brauche ich relativ häufig, um eben den Text etwas luftiger zu machen. So habe ich direkt diesen Bereich griffbereit und muss da nicht übers Menü diese Befehle ausführen.